Das Spiel gegen Hufflepuff steht kurz bevor und zu diesem freudigen Anlass begrüße ich euch zurück zu Let's Play Harry Potter und der Halbblutprinz. Oh Gott, und da müssen wir schon wieder jemand helfen. Oder nicht? Ich dachte, müssen wir helfen. Könnte ich den... Nee, ich dachte, muss ich helfen. Weil Harry ja hier irgendwie nie durchs Schloss gehen kann, ohne irgendjemand helfen zu müssen. So, ab zum Quidditch-Feld hieß es. Mal sehen, ob ich es finde. Und dann spielen wir... Ich könnte euch jetzt nicht mehr sagen, ob wir schon... Achso, ob wir schon die Quidditch-Partie gespielt haben oder ob das die erste ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn das? Ach, das sind diese komischen Stinkbomben wieder, gell? Ah, ne, sind... Ah, cool. Ah, da in der Ecke sind Stinkbomben. Du sollst das Ding reparieren und nicht durch die Gegend schmeißen. Mann! Harry! Weg da. So, ab zum Quidditch-Feld, würde ich sagen. Das verspricht ja wieder Hochspannung, nachdem ich ja in der letzten Folge leichte Wutanfälle hatte. Beim Zaubertrank brauen. Hoffentlich wird das Spiel einigermaßen erträglich, weil, sagen wir so, die größte Spannung bietet das Quidditch ja leider nicht. So. Ich überlege gerade, was fehlt uns denn noch an Story-Highlights? Früher oder später, also sagen wir es so. Jetzt muss dann irgendwann noch die Szene mit Aragogs Beerdigung kommen. Dann bekommen wir die Erinnerung und dann müsste doch so langsam schon Richtung Höhle gehen und Horcrux. Mal sehen, wie viel wir da spielen und wie viel davon Story ist. Ja, und dann ist das ja eigentlich auch schon vorbei. Ja, ne, vielleicht noch mit den Todessern am Ende noch ein bisschen kämpfen, aber dann war es das auch schon. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch arg fern vom Spielende sind und ich versuche das hier gerade so schnell wie möglich noch. Tut mir leid, dass ich ein bisschen hetze, aber es sind zwei Gründe, warum ich das jetzt nicht so ausführlich spiele. Erstens, der Hauptgrund ist, dass ich, wie gesagt, bald nach München gehe und ich wäre ganz froh, wenn ich alles aufgenommen und hochgeladen hätte, bevor ich weg bin. Dann könnte ich nämlich dieses Let's Play sozusagen als beendet betrachten und muss keine ewig lange Pause dazwischen machen. Und zweitens, wie gesagt, ich finde, dieses Spiel ist einfach nicht so der Hammer. Nein, egal. Wie hallo, McGregor. Liegt Weasley im Krankenflügel. Ja, er wurde... Dann brauchst du neuen Hüter. Und da ich der Beste bei den Testspielen war, sehen wir uns gleich auf dem Feld. Yeah. Ron war der Beste bei den Testspielen. Aber jetzt haben wir dich am Hals. Oh, Aufwärmtraining gibt's auch noch, meine Güte. So, bekommen wir wieder Anführungsfeuerungsrufe von Ginny. Im Normalfall schon, ne? Los geht's. Hey, geht's über diese Brücke eigentlich auch? Ich befürchte, nein. Aufgepasst! Ah ja, Ginny ist auch wieder dabei, Gott sei Dank. Das wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, sie halten dieses Aufwärmtraining wenigstens einigermaßen kurz. Scheinbar nicht. Klar, Ginny, natürlich. Ich habe übrigens auch beschlossen, dich zum Kapitän zu ernennen. Ich kann das einfach echt gar nicht und bin ja schon so erfahren und bist ja auch älter als ich daher. Das ist bestimmt die beste Entscheidung. Cool, das finde ich jetzt ganz nett, dass wir auch mal in den Wald kommen, so ein bisschen. War eine kurze Freude.
Och, Freunde. Hey. Hab ich da gerade gerammt? Ist das aufs Maul oder was? Was für ein Penner. Wenn mir da aber nachher einer sagt, es ist McLaggen, dann drehe ich durch. Weil also der hat ja wohl hier gar nichts zu suchen. Jetzt hol den scheiß Schnatz endlich. Aua. Oh, komm schon, Harry. Ganz echt, ganz blöde Frage, war das das? Nee, wir haben schon gegen Slytherin gespielt, nicht wahr? Ja, doch, hier nämlich. Diese geilen Fan-Texturen da. Genau zu sein, findet das gerade schon statt, aber... Gegnerische Suche. Junge, du bist Kommentator. Da kannst du... Ja. Und sie haben das Stadion verlassen. Warum fliegt Ginny eigentlich immer noch neben mir her, wenn ich mal fragen darf? Im Training kann man das ja vielleicht gerade noch... Auch da ist es völliger Irrsinn, aber warum fliegt Ginny in einem Spiel neben mir her, außerhalb des Stadions? Sie sollte eher gucken, dass sie den Quaffel trifft und vielleicht ein, zwei Tore schießt. Echt? In welcher Szene jetzt gerade speziell? Ich versuche den Typ hier einfach nur irgendwie in die Wand zu mobben. Ja, ja, Ginny, ist schon recht. Guck, du lieber vielleicht, dass du mal irgendwas machst. Schön. Gegnerische Suche. Ganz toll. Besenbeherrschung. Auch ein geiles Wort. Aua. Jetzt ist auf einmal wieder Potter, gerade eben war ich noch Harry, naja. Gryffindor übernimmt die Führung. Ich dachte, wir führen schon. Jetzt schnappt ihr das scheiß Ding. Und der Schnatz wurde gefunden. Na endlich. Spektakulär wieder. Muss man einfach sagen. Diese Spiele. Das war spitze. Ihr wart alle großartig. Habt ihr doch gesagt, du sollst mich ins Tor lassen. Ron wird bald wieder auf dem Damm sein. Dann steht er wieder am Tor. Ja. Tut mir leid, McLaggen. Das war ein gutes Spiel. Kam die Sequenz nicht gerade eben erst? Naja. Schön, dass ich in den letzten Folgen so viel rummäkel, aber es gibt einfach auch viel Grund dazu. Bitte erzähl mir nochmal, wie das mit Lavender passiert ist. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sie scheint nur etwas verärgert zu sein. Und du kannst dich an gar nichts mehr erinnern? Oh, Ron! Ist ja nicht meine Schuld. Ich wurde vergiftet. Muss irgendeine Nebenwirkung sein. Naja, du bist nicht der Einzige, der wieder gesund ist. Katie Bell ist auch wieder da. Ich habe sie in der großen Halle gesehen. Dann können wir ja jetzt rausfinden, wer ihr das Halsband gegeben hat. Sie kann uns sagen, wer sie verflucht hat. Na klar doch. Auf geht's. Geh zu Katie Bell in die große Halle. Sag mal, waren die Wappenschirme so bunt? Da
Das wäre ja immer noch eine gute Neuerung, dass hier auf der großen Treppe endlich mal auch Leute rumlaufen. Das war nämlich im 5. noch nicht so und das war dann immer irgendwie unpassend, weil die so leer war. So. Machen wir da hoch. Machen wir da runter. Nach rechts. Katie, ich komme. So, wo ist sie? Ach, sind zufällig die beiden einzigen hier. Das ist ja gut, dann finden wir sie gleich. Wie geht's dir, Katie? Einen Moment bitte. Ich weiß, was du fragen willst. Leider habe ich keine Ahnung, wer mich verflucht hat. Ich habe versucht, mich zu erinnern, aber ich kann einfach nicht. Achso, warst du schon? Okay. Hey, Malfoy, du stehst da verdächtig. Sag schon, was du vorhast, Malfoy. Ich krieg's ja sowieso raus. Draco. Wie wär's, wenn ich ihm einfach einen Fluch in den Rücken jag? Nee, geht nicht. Okay. Ich sammle trotzdem nebenher. Uah, noch Wappen ein. So rot, ist Harry jetzt im Rage-Mode oder was? Cool. Jag ihm doch einfach einen Zauber in den Rücken, dann liegt der da und du. Naja. Was glaubst du eigentlich, was ich die ganze Zeit schon mache? Jetzt, pack, jetzt! Ja klar, Draco wird langsamer, Harry wird aus Toleranz auch langsamer. Oh, Mama Mia. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel... Also ich muss an der Stelle mal klar und deutlich sagen, mich hat dieses Spiel oder enttäuscht dieses Spiel aktuell echt sehr. Naja, was soll's. Endlich. Lass mich einfach in Ruhe, Potter. Gut, dann hat er noch eine Runde gegen Draco. Ach, verdammt. Draco hat die Säule getroffen. Ach, verdammt. Steh auf. Komm, da liegt auch gerade. Gib ihm noch eine mit. Ich vergesse immer, dass ich mich bewegen kann. Real Life übrigens auch. Es sitzt auch immer ewig rum, bis einer fragt, warum läufst du eigentlich? Hab ich verloren oder was? Achso. Fass mich nicht an! Fass mich bloß nicht an! Sie müssen sofort in den Krankenflügel. Und nun zu Ihnen, Potter. Wo haben Sie diesen Zauber her? Er war in einem Buch der Bibliothek. Lügner, Sie werden all Ihre Schulbücher alle zusammensuchen und mir sofort hierher bringen. Ich möchte weinen. Also habe ich Snape stattdessen Rons Buch gegeben. Oh. Hast du den Zauber auf Draco gewirkt, den du nicht kanntest? Ich wollte es ja gar nicht. Er wollte mich gerade verfluchen und da habe ich einfach... Du musst dieses Buch loswerden. Und ich weiß auch schon, wo du es verstecken kannst. Oh Gott. In dem Raum der Wünsche. Genau der richtige Ort, um etwas aufzubewahren. Schließ deine Augen. So, jetzt wird es niemand finden. Ja, jetzt ist es sicher versteckt. Sehr gut. Ich habe auch ein Geheimnis. Dir ist getan, Ginny und du? Was? Das Buch versteckt. Oh, ja. Irgendwo im Raum der Wünsche. Selbst ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ja, ja. Also, ich halte das für das Beste. Einfach einen unbekannten Zauber auf jemanden anwenden. Ich weiß. Wenigstens kannst du dich jetzt auf deine Aufgabe für Dumbledore konzentrieren. Bis jetzt hast du noch kein Glück gehabt, oder? Nein. Aber vielleicht ist Glück ja genau das, was ich brauche.
Wird auch Zeit, dass ich etwas Glück habe. Oh, es geht schon los. Oh, nee, geht's wie nicht. Wie fühlt es sich an? Es ist gezeichnet. Cool. Ich glaube, ich gehe mal runter zu den Kräuterkunde-Gewächshäusern. Du solltest Slughorn suchen, Harry. Trau mir, ich weiß, was ich tue. Oder zumindest weiß es Felix. Wie geil! Oh, bitte lass das keine GEMA-geschützte Musik sein. Wie geil ist das denn? Ich wollte gerade so über das Spiel herziehen wegen dieser katastrophalen Story-Sequenz, aber das macht gerade alles wieder gut. Oh Mann, das ist so geil. Ich steuere das übrigens gerade nicht. Oh Mann. Das ist gerade echt wieder eine Katastrophe, ganz ehrlich. Das fing an bei dem Schritt von Snape, kommt zur Tür rein, guckt nicht einmal hin und sagt schon, er muss in den Krankenflügel. Dann der Schnitt von Harry verlässt das Bad auf, ich habe dann stattdessen Rons Buch gegeben. Und dann Ginny, wie die dieses Buch versteckt, sie schmeißt halt hinter sich auf den Boden. Aber das ist gerade unglaublich geil. Du hältst dich ja für so clever, Draco einfach so anzugreifen. Er wollte mich mit Cruciatus verfluchen. Und wir werden dich jetzt mit Stupor verfluchen. Heute solltet ihr wirklich nicht gegen mich kämpfen. Sind es mal bei... Nein, sind wieder nicht beide. Ich wollte gerade sagen. So, das Duell machen wir noch in der Folge. Die Szene war jetzt wirklich mal gut. Das muss ich dem Spiel zugute halten. Das haben sie schön gemacht. Die Idee ist gut. Der jetzt. So, ersten haben wir. Reflex. Hä, worauf habe ich jetzt reagiert? Nein, irgendwas stimmt nicht. Ich kann ihn einfach nicht treffen. Ich krieg ihn! Ja. Sieht er überhaupt noch was? Hat ein bisschen Star Wars Atmosphäre. So. Schön war's. Das achte Duell gegen euch. Ich brauch kein Glück, um dich zu besiegen. Yay, es geht weiter. Oh, bitte lass... Oh, wenn YouTube da rummeckert, dass das eine geschützte Musik ist, dann muss ich das rausschneiden. Oh, bitte nicht. Das ist so geil. Das ist so gut! Ich finde das so geil! Ich sollte nicht mitsingen. Mist. Ein wenig klassischen Jazz. Hier heute auf dem Hogwarts Club. Harry Potter. An der Trompete. Giftige Tentakula. Beim Bart des Merlin. Ihre Blätter sind ganz schön wertvoll, nicht? Ja, aber ich möchte sie natürlich nicht verkaufen. Mein Interesse ist rein akademisch. Nicht, dass dieses Exemplar viele Galeonen einbringen würde. Haben Sie es mal mit einem Dünger aus Drachendung versucht? Und Sie glauben, das würde helfen? Oh ja, ich denke schon. Oh nö. Faultiergehirn. Ach komm, scheiße, machen wir das. Machen wir das auch in der Folge, was soll's. Warum sollten wir denn jetzt... Nein, ich verstehe es ja nicht so ganz drauf. Sehr gute Arbeit, aber was soll's. So. Einen Dünger aus Drachendung. Also wenn du mich fragst, ist das dann einfach Drachendung und aus Meer nicht. Da muss man jetzt nicht noch extra was für kochen. Ich rühre schon wieder die falsche Richtung. Beeilung, Beeilung! Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Also diese Folge ist echt Chaos der Gefühle.
von, also kurz nach der Story-Sequenz, gerade eben nach der Szene mit Ginny, hätte ich echt kotzen können. Aber die Szene gerade hat es echt wieder rausgerissen. Aber wenn das nicht klappt, werde ich gleich wieder wütend. Warum? Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann rühren, so viel ich will. Da tut sich nichts. Was soll denn das? Hier wird nicht geschlafen. Wunderbar, wunderbar. Was sind das Seepferdchen? Was? Perfekt. Machen Sie nur so weiter. Ausgezeichnet. Alter, dieses elendige Gerühre. Weißt du, dann klappt es mal wieder kurz. Das hört man, wenn es so anfängt zu brodeln. Dann auf einen Schlag ist es wieder vorbei. Aufwachen. Na komm. Oh. Hier wird nicht geschlafen, Mann. Komm schon, bitte. Wie lange dauert das, bis man in der richtigen Farbe ist? Das ist wenigstens das letzte Mal rühren in dem Durchgang. Beeilung, Beeilung! Da sieht man auch wieder, dass versuchen sie auch krampfhaft irgendwelche Möglichkeiten, noch dieses Feature einzubauen. Wo sie die Szene herhaben, keine Ahnung, wie sie auf die Idee gekommen sind. Ja, ich bin halt ein Meister so. Sie leisten sehr gute Arbeit, mein Junge. Fakt, das ist falsch. Gerade schon gefragt, warum nichts passiert. So. Jetzt kommt das hier. Und nochmal dreimal den Kackbollen hier. Ich würde sagen, das war komplett perfekt, Professor Slughorn, um das mal kurz anzumerken. So, war's das. Sollen wir es versuchen, Sir? Unglaublich. Auch noch ein Genie in Kräuterkunde. Aber Sie sollten nachts wirklich nicht hier draußen herumlaufen, Harry. Nun, Sir, ja, es ist schon dunkel. Auf dem Weg zu Hagrid. Tut mir leid, mein Junge. Aber ich kann Ihnen nicht erlauben, alleine auf dem Schlossgelände herumzustreunen. Na, dann kommen Sie halt mit mir, Sir. Harry, ich wusste, dass du kommst. Aragog war mein ältester Freund, weißt du? Aragog? Eine Riesenspinne. Eine Akromantula, die hier im Wald gelebt hat. Hagrid hat sie als Freund betrachtet, auch wenn sie versucht hat, mich zu fressen. Aragog wollte nur freundlich sein. Hagrid, ich möchte ja nicht pietätlos sein, aber Akromantula-Gift ist äußerst wertvoll. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich ein Fläschchen oder zwei von dem Verstorbenen abzapfe? Oh, Aragog, ich werde dich vermissen, alter Freund.
Lebe wohl, Aragog, König der Arachniden. Möge deine vieläugige Nachkommenschaft allzeit gedeihen. Ein Hoch auf Aragog. Es tut mir unendlich leid, Hagrid. Wissen Sie, warum ich überlebt habe? In der Nacht, als Voldemort meine Eltern umbrachte? Sie war eine meiner Lieblingsschülerinnen. Sie hat sich für mich geopfert. Professor, ich werde Ihnen was verraten. Es ist wahr. Ich bin der Auserwählte. Nur ich kann Voldemort vernichten. Aber dazu brauche ich Ihre Erinnerung. Ich brauche sie, damit das Opfer meiner Mutter nicht umsonst gewesen ist. Ja, aber denken Sie nicht allzu schlecht von mir. Sie wissen ja nicht, wie er war. Selbst damals schon. Ich denke, dass Dumbledore sie sehen möchte. Jetzt, wo sie meine Erinnerung haben. So, und wieder einmal haben wir es geschafft, 25 Minuten Film in 25 Sekunden zu packen. Boah, was für eine Folge. Ich bin emotional wirklich aufgewühlt. Irgendwo zwischen zwischen lächerlich, zwischen unglaublich witzig mit dieser Jazz-Szene. Oh, ich weiß nicht, ich brauche jetzt eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Danke fürs Zugucken bei dieser Mega-Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.